Einen wunderschönen Nachmittag wünschen wir euch, oder sagen wir eher uns, weil wann ihr das schaut, wissen wir ja wieder nicht. Unsere hat sich wunderbar herbstlich eingetrübet hast. Und was macht man da am besten? Rotwein probieren. Das machen wir jetzt auch. Spätburgunder, großes Gewächs gibt es jetzt. Ein paar einzelne Weine sind keine großen Gewächse, aber die meisten schon. Wir haben auf dem Tisch Franken, Baden und die Pfalz. Richtig? Sonst habe ich nichts vergessen. Ja. Ja. Also gut, fangen wir Gut, an. dann fangen wir an, ne? 239973. Hey. Ist ja überschaubar heute, die Flaschenanzahl. Ja, heute ist überschaubar. Es ist eigentlich schon Barolo-Wetter, so wie das aussieht heute. Haben wir bloß keine. Also, heute. Es wird noch kälter draußen. Ja, ich will das gar nicht wissen. So, was haben wir? Getrocknet Pflanzliches in der Nase. So ein bisschen was Altholziges, Erdiges. Ich finde aber auch was Kirschiges. Ja? So angetrocknet Kirschiges. Dann schauen wir es rein. Jetzt habe ich immer nur die laute Tastatur, fällt mir da ein. Mal schon so lange nichts mehr Jetzt haben aufgenommen. sich alle dran gewöhnt. Das riecht, ja, vielleicht ein Hauch rustikal aufgrund seiner alt- und unterholzigen Noten, die er da auch drin hat. Aber es ist trotzdem klar. Das fällt mir eigentlich recht gut. Passt auch eigentlich gut zum Herbst, die Nase. So ein bisschen Laub scheint da auch drin zu haben. Ich habe Schokolade. Ich habe mich hier gerade gefragt, kann man Schokolade riechen? Ja, klar. Genau, weil die hatte ich schon in der Nase. Nee, das Holz ist ein bisschen röstig. Röstiger, als es mir in der Nase vorkam. Also, das weniger Altholz, wie so die Nase das ein bisschen Richtig. suggeriert, sondern ein bisschen mehr neueres Holz, wenn nicht neues Holz. Genau. Habe ich den Kakao hier nicht drin stehen? Das ist komisch, weil es ist wirklich Schokolade, ein bisschen Bitterschokolade. Das ist natürlich so. Aufgrund seiner leichten Rustikalität und dieser schokoladigen Holzigkeit ist das nicht, vielleicht nicht ganz unser Geschmack, aber gut ist es schon. Ist vor allem mal fest und hat Griff. Naja, die Nase ist rustikal. Ich finde, im Mund ist das fast schon modern. Ja, Also es er kann hat so halt. eine sa moderne Seite. Durch dieses Neuholz, das stimmt schon. Aber so die ganze Struktur ist so ein bisschen schrankwandig. Weißt du, was ich meine? Ja, nur ist es halt auch fest und es hat Tiefe und es hat Struktur. Da reichen mir die 7 nicht. Ich habe mir ja heute vorgenommen, mein Punktekonto nicht sofort aufzubauen. Ja, aber deswegen musst du trotzdem sagen, Deshalb was du warte denkst. ich auf dich. Ich wusste, Ich kann dann immer noch dass du. sagen, ich bin dagegen, aber du kannst trotzdem sagen, was du davon hältst. Ja, also er kann auf jeden Fall auf jeden Fall, das ist gar keine Frage, ein Mehr. Wir dürfen das nun oder können gerne diskutieren, ob das jetzt das Ende ist von der Punktzahl. Naja, wie gesagt, Kraft und Struktur hat er. Es ist. Ich mag den Saft. Naja. Gibt man halt nochmal einen Sprung. Also, 88 sind ja jetzt kein Pappenstiel. Halt, das ist Landschaft. Ja. Es reicht, oder? An Punkten. Ich finde, es bittert ein bisschen
Das ist halt das, dass es ein bisschen rau und ein bisschen bitternd halt auch ist. Genau. Da Das wären wir dann passt doch wieder bei der schon. Rustikalität Genau, ganz das ist ja leicht. das, wovon ich rede. Die Aber mir ganze hört Zeit ja keiner zu. rede. Das ist das Weingut Bergdolt mit dem Duttweiler Kalkberg. Ich sage es nur dann dazu, wenn es kein großes Gewächs ist, sonst sieht ja jeder dieses GG. Gut. 240201. Es tropft. Ah, das ist eine ganz, ganz andere Farbe. Es ist viel, viel heller als der Vorgänger. Es ist ganz transparent. Getrocknet So. pflanzlich und floral. Richtig, das Floral, genau. Genau, sehr floral. Aber durch seine auch Kräuter, es wirkt etwas ätherisch. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ein bisschen was so angetrocknete oder getrocknete Waldpilze. Das Spätburgunder ja Wiederherbst. wirklich gern hat. Das stimmt, das ist auch wieder in den Herbst passt. Ist recht stimmig. Das ist kühl, hell, relativ komplex, stimmig. Die getrockneten, also die floralen Töne hat er ganz besonders im Mund. Das steht aber Ja. schon da. Kräuterik steht auch drin. Der hat nicht ganz die Substanz und den Nachhalt von seinem Vorgänger. Aber es ist Aber ein, hat was Charmantes. genau, es ist ein eleganter und charmanter Wein. Ja, ein bisschen schlank, aber trotzdem, das schmeckt einfach. Finde ich da gut stehend. Du nicht? Wenn du schon gut sagst, dann weiß ich immer, dass Ja, irgendwas nicht nein, nein, stimmt. nein, das ist, ich kann, ja, er ist, hat einfach nicht die Tiefe. Das ist es halt. Das ist nicht wirklich groß, aber es ist was, was sehr viel Spaß macht. Jetzt und die nächsten 3, 4, ja, mit Glück 5 Jahre. Ich bin nicht da. An alles gedacht, nur das Telefon nicht abgeschaltet. Das ist halt Bim. Das bimmelt eh nicht lang. Da schau her. Also, das war ein gut Stiegle. Ihringer Winklerberg Pagode. 13 ist das. Wir haben vorhin was 14, oder? Ja, also in Jahrgang, wollte ich doch wieder zusagen. Das ist 13. Ein Interessant. sehr, sehr elegantes Ding. Das macht einfach Spaß. Jetzt sind wir drauf schon. Gut. 239067. Oh, okay. Ganz anders. Ganz anders, ja. Ein bisschen gemüsig. Ein bisschen verschlossen wirkend, Viel erdig. gerösteter. Und so Lauchtöne, das stimmt. In der Nase. Ja, so ist auch die Farbe wieder deutlich dunkler. Wenn das auch nicht wirklich dunkel ist. Die Frucht wirkt ein bisschen eingemacht. Ein bisschen was Rauchiges dabei. Genau, das Holz kommt ein bisschen rauchig daher. Es hat was bisschen Marmeladiges. Finde ich da auch gut stehend. Obwohl ich den Vorgänger lieber trinken hätte. Viel lieber. Das Aber braucht da sicher ein ja. bisschen Zeit. Ich meine, das hat auch Substanz und einen guten Nachhalt. Ganz leicht trocknend noch Trocknet das noch ein Ding. bisschen das Tannin. Aber das steht da Gut, da sind wir. noch. Da sind wir beim Philipp Kuhn. Nochmal 2013, Laumersheimer Kirschgarten. Großes Gewächs. Natürlich auch 14 Ja, Volumenprozent. das wärmt schon ganz schön. 240035. Dann eher der Winterwein.
nächsten Winter. Das ist herb und geschliffen. Auch so ein bisschen Laub und so ein bisschen Baumrinde dazu. Unterholz. Ja, rote Beete. Was Erdiges. Aber es ist sehr einladend. Ich finde es ziemlich, ziemlich gut. Weil diese Beerenfrucht ist ziemlich nobel. Dann hat ein bisschen Pfeffer. Ist schon so groß. Also ich habe Stimmt. muss schon an einen Waldspaziergang Das denken. stimmt. Hat aber dabei doch eher nichts Rustikales, sondern das wirkt trotzdem frisch und geschliffen und. So etwas Tannennadeln im Mund. Ja, fast ein deutharzig. Sehr gut. Bisschen modern. Oder Ja, und so schon ein Hauch fast. kompottig. Also ein bisschen eingemacht wirkend. Aber es hat gute Substanz. Das ist eine sehr, sehr klare Kompakt. und kompakte Frucht. Gut gebaut. Können wir mehr Jo, nehmen. super. Und da schau her, das sind die Staatsweingüter. Das Staatsweingut Freiburg, Blankenhornsberger, Doktorkarten 214. Zwei, drei, neun, drei, acht, acht. Ganz eigenwillig. Ja, das ist schon sehr dunkle Zigarre. Ja, und weil wir gerade bei Harz waren, das ist viel Harz. Das ist ganz stark harzig. Ich gestern nicht drauf kommen, was das ist. Echt. Ein bisschen Paprika, das habe ich heute schon auch noch, Ja, aber aber gegrillt, sehr genau. dunkel. Genau. Ja, das ist fast schon ein Hauch Teer. Jedenfalls total eigenwillig. Richtig. Also wenn man jetzt böse ist, sagt man, es ist Holzleim. Aber es ist Ich habe schon das eher an Harzige. Motoröl gedacht. Naja, ist gut. Ein bisschen kompottige Frucht. Ein bisschen so Überreife. Dem mangelt es ein bisschen an Finessen, gell? Ich habe gerade gesagt, ja, da hatte ich nicht viele Feinheiten. Eher so ein rustikaler Vertreter. Aber manche lieben sowas. Ja, klar. Da hast du recht. Das ist das Weingut Höfler in Franken. Kein großes Gewächs, 2013. Magnificum aus dem Michelbacher Steinberg. Spätburgunder sind sie eh alle. 2, 3, 8, 6, 4, 6. Bisschen zedrig, Zedrig. kräuterig. Jetzt hat er einen Hauch Gummi, das ist ganz leicht offen. Also offen bedeutet in die leicht oxidative Richtung gehend.
Also ein bisschen getrocknet, floral. Alles so ein bisschen getrocknet wirkend. Ja, aber geschliffener und kühler ist der Vorgänger. Das merkt man schon. Ein bisschen holzig. Zedrig auch wieder. Ja, Lorbeer ist gar nicht so schlecht. Ja, Wacholder, aber auch getrocknet, florale Töne im Mund, die finde ich sind deutlich. Habe ich die drin stehen? Nicht, dass ich es wieder übersehe. Nee, habe ich nicht. Walter, ich habe Sag Walter, ich. oder? Das ist Franken. Ja, richtig. Der macht ein bisschen altmodische Weine, aber die sind immer wieder sehr gut und entwickeln sich an der Luft immer wieder. Ganz erstaunlich. Ja, ich habe ja jetzt aufs Jahr geschaut. Steht gut. Ich meine, das ist die Frage. 8 oder 9. Aber der Wein ist nachhaltig, ist er. Kann man fast über 9 nachdenken. Okay. Findest du nicht? Aus eigenem Antrieb würde ich das jetzt nicht sagen, aber ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Er ist sehr gut zusammengesetzt, natürlich auch, weil das, ja, darf ich das verraten, 2012 ist. Und er ist stimmig. Ja, sehe ich auch so. Gut. Aber sie sind knapp, die 89 für Sicher. mich. Also das ist auch kein großes Gewächs. Das war ein guter Josef Walter, Spätburgunder, Hunsrück, J. Also Böckstädter Hunsrück. Früher hieß das noch Zehngrafenberg. Das ist so die das Topgewann aus dem Zehngrafenberg. Das merkt man auch, das ist auch wirklich lang. 239069. So knapp finde ich die 89 Ja, da gar hast du nicht, so recht. lang wie Also der habe ich jetzt jetzt, steht. weil, ja. Es ist so ein leiser Stil. Auch so ein Richtig. bisschen schon auch altmodisch, aber das ist Absolut, ja. keine Frage. Sieht ein bisschen Das nach ist gut. Kapern jetzt. Und ich habe eher so Asche fast. Aber Kapern kann ich auch machen. Solche eher kleinen. Ja. Kann sogar Oliven, schwarze Oliven. Ist ja ziemlich dunkle Nase. Wieder deutlich moderner wirkend. Ich finde auch, dass die Frucht sehr verhalten ist, was ja gerade beim Spätburgunder überhaupt nicht schlimm ist, aber spielt nur eine Nebenrolle. Ziemlich fest und saftig, noch eher unentwickelt. Sehr guten Säurebiss. Ja. Ja, und Salz hat er auch. Das ist. Also da reicht mir jetzt die Schokolade. Nee, mir auch nicht. Das muss auch noch ein bisschen reichen. Das hat jetzt eigentlich zum Trinken nur bedingt Sinn. Und die Frage sind 89 oder 90. Ah ja, genau. Ich bin schon fast bei 90. Wir können ihn hier reinstellen. So Stellen mit groß ist rein, genau. unsere Probe Stellen nicht. rein. Ich gebe es ihm jetzt mal, dann sehen wir schon, ob es stimmt oder nicht. Gut. Muss ich ihm nur jetzt geben, weil sonst fällt mir später auf, dass es der Wein ist, weil er Und da in wir der falschen wissen Reihe steht. 239690. Was müssen wir? Flasche zeigen, aber das tun wir Nein, das sofort. machen wir dann. Ich will es jetzt noch Milch gar nicht ist wissen. kalt. Wein Aber kommt. Wein hatte ich noch keinen. Ja.
der Ruhe liegt die Kraft. Ja, da steht es auch schon drin, das ist ein bisschen offen. Also wieder angedeutet oxidativ. Deutlich pflanzliche Noten. Floral, ein bisschen dunkel. Ja, Gummi, das kommt eben von der Oxidation. Aber ist noch mehr als gestern. Ich finde ihn eh etwas gedeckt und verschlossen. Noch etwas gedeckt und unnahbar steht da ja drin. Du liest doch nur ab, gibst du. Ja, ein bisschen spröde ist auch noch. Also. Also der steht gerade gut da. Struktur hat er. Eine gewisse Tiefe auch, Zug auch. Aber es ist mal wieder noch recht spröde und dann so dieses leicht offene. Gleichzeitig unzugängliche. Der weiß noch nicht genau, wo er hin will. Der hat auch was Aschiges, vor allem hinten raus. Und aus dem Grund auch schwer zu bewerten. Wann hast du ihn probiert? Gestern. Alles gestern. Also eine Länge hat er, Ja, das sage ich ja. Deswegen würde ich ihn. sperrt sich im Moment Sperrt sich total gegen das getrunken werden. sogar gegen das Probieren. So ist es. Ich habe mir es schon gedacht. Das Weingut Friedrich Becker 212. Das ist der Kammerberg, den Sie jetzt gerade nicht so nennen dürfen, weil diese Lagen in Frankreich liegen. Und da haben es jetzt Behördenprobleme. Also vielleicht kann man es hinten dann zeigen, Kammerwein, Kammer, was auch immer, Hausweinberg. Haben wir es zweite Mal probiert, den gab es letztes Jahr auch schon. Da noch mit Behelfsetikett. Jetzt ist es ja auch ein abgeklebtes echtes. Da hat er einen Punkt mehr gehabt. Im Moment, wie gesagt, komplett unzugänglich. Bleibt abzuwarten, wo da die Reise hingeht. Wirklich beschwören würde ich es jetzt nicht, dass ich es wüsste. 238273. Ziemlich fest, herb. Na, so Tiefe andeutend schon in der Nase. Eine gewisse Röstung. Eher dunkle Frucht wieder. Ja. Aber auch viel Braun. Also sowieso schon Holzaromen. Ja. Ich denke fast an so Maronen. Genau. Stimmt. Sehr fein in seiner Textur. Bisschen trocknend noch. Ja, eben, deswegen sehr fein, würde ich nur jetzt sagen. Fein, ja, sehr fein. Dazu ist es mir noch ein bisschen zu sandig. Viel Kakao, aber das steht ja schon da. Also das lebt von dunkler Frucht und auch so ein bisschen dunkler, schokoladiger Holzwürze. Aber es ist auch fest. Es hat auch Substanz. Und irgendwo, also beim Geschliff machst du da mit? Ja, vor allem die Nase zeigt im Moment noch mehr Finesse, als am Gaumen im Moment drüber bringen kann. Aber der Gaumen ist halt nachdrücklich, hat Substanz, gewisse Tiefe. Also, Sag's wir reden jetzt auch wieder von einem mir. Meer, gell? Ja. Aber da würden mir 89 aus dem Stand reichen. Ich weiß Ja, nicht, wie es dir geht. 89 habe ich mir auch. Aber die sind. Ja. Und auch ein schöner Wein. Ja. Das war ein gut. Bernhard mit dem 214er, man sieht es hier mit Kugelschreiber ausgebessert. Redling. Großen Gewächs. Schweigen.
0024. Deutlich hellere Farbe wieder. Kühle Kräuter. Kühle, aber auch deutlich vegetabil steht drin. Ich wollte gerade sagen, das ist gemüsig ein bisschen. Gemüsig, Pilze mit Kräutern. Bisschen. Ich krieg Hunger. So Rosenkohl. Genau, mit ich sage Speck. Deutlich vegetabil. Aber auch Speck. Also ich finde, er hat. Schreiben wir es rein. Der fehlt noch. Genau, Pilze, Kräuter, Kräuter, Speck. Und ein paar Beeren. Und ein bisschen Rosenkohl. Und Erde und Pfeffer und so Sachen. Ah, schon. Ich habe Hunger. Ja, ich auch. Kriegst sofort Appetit mit dem. Ja. Sehr reife, für ein bisschen zugängliche Frucht. Ja, fast so leicht süßlich. Also, wobei das kein Zucker hat. Das nein, ist wirklich so ist, diese Wärme so, und Reife. Genau. So eine Extraktsüße. Was haben wir dann an Alkohol? Weil der schon viel. Ja. Das hat locker 14, oder? Ja, das hat 14. Werner macht es trotzdem gut. Also es hat schon eben einerseits kühle, aber dann auch ziemlich warme Töne dazu. Es ist deutlich offener und zugänglicher. Aber es ist auch lang. Ein bisschen so Candies-Noten, ein bisschen was Angetrocknetes. Aber der geht nicht ins Dunkle und Fette und Kompottige. Das hat er eher nicht, ne? Nein. Dann hat er Salz und Suppenkräuter. Ach, das ist auch schon ein bisschen reifer, oder? Das ist 11. Wow, okay. Ja, das ja. Das hätte ich jetzt nicht. Naja. Also das merkt man ihm nicht an. Also hatten wir denn schon mal? In der heutigen Probe nicht. Nein, natürlich nicht. Aber ist das jetzt quasi ganz normal, geht er so in Verkauf? Oder? Ja, der geht so in Verkauf und das ist so die Art Wein, die immer erst mit Luftzeug, was es kann. Das macht er immer so. Das ist Rebholz, ne? Ja. Naja, das ist jedes Mal geht es und so. Am ersten Tag sind wir eher enttäuscht und dann liegt er zu und liegt zu und liegt zu. Und es wird nie burgundisch. Das ist wie der ganz, ganz eigene Stil mit seinen Suppenkräutern und seinem Salz und seiner teils überreifen und dann doch wieder teilweise kühlen Frucht. Das kannst du mit nichts vergleichen, was es in der Art auf der Welt gibt, habe ich den Eindruck. Was ja gut ist. Aber es ist immer sehr gut und es ist auch lang. Müssen wir leider. Was wird der hin raus? Hat ein bisschen so Kräutersenf. Ja, so. Getrockneter, ja, Kräuter. Das ist kräftig und ist lang. Sehr gut. Ja, schon. So. Darf ich zeigen? Das muss man schon sagen. Etikett passend zu deinem T-Shirt. Das war ein T-Shirt? Ich habe kein T-Shirt. Ein Hemd. Sorry. Hansjörg Rebholz, Siebeninger im Sonnenschein, Spätburgunder. Großes Gewächs, Ära 2011. Da braucht der Wein schon zum Vorlesen. Zweimal so lang wie die anderen zum Probieren. 239688. So getrocknetes Fleisch. Ja, getrocknetes Fleisch, getrocknete, aber auch getrocknet vegetabil und ein bisschen pilzig und ein bisschen tabakig. Reif, herb und geschliffen.
Auch ein bisschen moderner mit diesem röstigen Holz. Das ist aber sehr fest im Mund, Ja. sehr kompakt. Ja. Das ist so eine innere Kraft. Bist du schon wieder Bäcker, oder? Auch ein bisschen erkennbar an diesen Suppenkräutern. Ja, das ist schon verdammt gut. Das ist verdammt gut, ja. Da muss man wirklich mal schauen, ob man beim anderen nicht mal in absehbarer Zeit nochmal eine Flasche aufmacht, weil der halt so gar nichts Oxidatives hat und der andere hatte das halt schon Ja, das deutlich. hatte ich vorhin schon den Verdacht, ob wir nicht eine schlechte Ja, wir nehmen ihn in Flasche. die nächste Probe. Wir haben sicher ja nochmal Spätburgunder. Nehmen ihn nochmal mit rein. Aber das sind ja 91. Genau. Na gut, dann sind wir uns ja einig. Also, wir sind wieder bei Friedrich Becker. Das wäre rein theoretisch der St. Paul, den man ja auch im Moment von Amts wegen, wie es ja hier ganz fett gedruckt steht, nicht so nennen darf. Aber er ist es natürlich trotzdem. 2012, großes Gewächs, Monopol. Ah, schau, wie in Burgund. 240109. Reichen die 91? Willst du nochmal reinstellen? Du kannst ihn oben schon nochmal reinstellen, dann mach halt. Bin ja für jede Überprüfung zu haben. So, viel heller jetzt in Farbe und auch Duft. Deutlich filigraner in allem. Filigraner, aber das ist viel, dass der dunkler ist als der andere in seiner Nein, Aromatik. heller. Ich finde, er hat schon auch sehr dunkle Aromen. Ja, Cassis ist schon auch drin, du hast schon recht. Und Aber. so Erde, dunkle Erde. Also gut, dann vielleicht anders ausgedrückt. Das wirkt transparenter, luftiger. Genau. Weißt du, was ich meine? Ja, Vielleicht genau. ist. Da, doch, doch, ich verstehe Vielleicht dich bin ich gut. damit heller einfach falsch in meinem Ausdruck. Aber es ist viel transparenter. Es hat weniger diese Holzröstung. Es ist Leicht alles, ja, genau, flüssiger. leichtfüßiger. Schon in der Nase. Ganz anderes Holz. Ja, so was ein bisschen Selbstverständliches, das mag ich sehr. Auch bleibt auch am Gaumen sehr transparent. Und da finde ich es wirklich relativ rot. Und Wirkt sehr jung. jung, kühl, geschliffen. Da auch eher fast tanzend, also leichtfüßig. Obwohl das sicher auch Alkohol hat, also der hat auch seine 13,5. Bestimmt. Punktlandung. Ja. Und dann zieht der schön an hinten. Das bleibt sehr lang stehen. Das ist etwas, das was so ganz leicht sogar schmeichelndes fast. Aber man darf ihn nicht unterschätzen. Das ist komplex und Genau. hat Tiefe. Ich sage das auch deshalb, weil ich habe ihn wohl unterschätzt, weil da reichen mir die 89 auch nicht. Dazu ist Ja. er mir zu fein. Ist das First? Warum nicht? Nein. Weil es nicht ist. Macht aber Das nichts, es ist ist der jedenfalls gut. Bercher. Ach, das ist. Und eigentlich ist es ja auch so der Hausstil, aber der Vergleich Stimmt, mit warum komme ich da nicht First drauf? ist richtig. Ach, den hatte ich nämlich am Schirm. Das Ja. ist, ja, das stimmt. Dieses etwas warme, Selbstverständlich. reife, selbstverständlich rotfruchtige, das ist wirklich original Bercher Stil. Ey, das hatte ich echt nicht am Schirm. Echt Naja, nicht? gut. Also? Also gut. Ein drauf. Und herzeigen, oder? Du willst schon wieder noch ein mehr. Du willst 91 haben.
Na, das weiß ich Du nicht. Ich kannst ihn habe auch nochmal immer reinstellen, wenn du willst. die armen Menschen, die Ja, du, das wenn du jetzt. das, aber das in der Tat mit den Menschen nichts zu tun. Die armen Menschen müssen das aushalten, wenn die Ja, armen oder müssen wir Weine, abschalten? wenn die armen Weine genauer betrachtet werden müssen. Wir geben dem jetzt Aber du nicht kannst ihn, weniger müsst du wegen ihn den nicht, armen Menschen. müsst du ihn nicht. Jetzt haben wir es ja schon gesagt, das kann man später immer noch zeigen. Okay, Wenn du ihn mal gut, dann reinstellst, machen ist wir was. schnell weiter. 2, 3, 8, 7, 1, 5. Oh, da fehlt was eigentlich. Ich könnte jetzt mal das Telefon enttelefonisieren. Das fällt mir jetzt nur gerade ein, weil ich so vor der Tür schon wieder die Leute mit den Hufenscharen höre. Floral. Ja, aber da fehlt mir noch was anderes. Was ist denn das? Das hat auch so einen ganz dunklen Ton. Das ist auch in der Farbe ganz anders. Das ist nicht ganz so durchscheinend hellrot, sondern das hat so was leicht Rostiges in der Farbe, oder? Ja, das stimmt schon. Ganz So eigenes Ding. Ziegelrot. Genau. Weil sonst hat er sehr kühle, so fast blauschwarze Aromen. Ja, auch ein bisschen so minzig. Ja. Und ja, überhaupt so ein bisschen was Ätherisches, so wenn du frischen Rosmarin zerreibst. Ja, so ein bisschen was ins harzige, ätherische, kräuterige gehend. Rosmarin ist sogar sehr Ja, aber gut. wirklich dieses Harzige von ganz frischem Rosmarin, das ist nicht getrocknet, sondern das ist ganz, ganz frisch. Ich finde, das hat er sogar im Mund noch stärker. Für mich ein sehr feiner Wein. Na schon. Aber der hat auch recht deutlich diese Cassis-Aromatik auch. Trotz dieser erstmal reifroten, rotbeerigen. Aber das ist schon auch schwarz. Ziemlich saftig, reif. So ganz leicht zwetschgig ist das Christmann. Ja. Aha. Ja, dann aber der beste Christmann, den ich bislang hatte, da waren die Spätburgunder bislang immer relativ schwach. Der ist nicht schwach. Ganz und gar nicht. Das ist auf der reiferen, auf der bisschen eingemachten, auf der weicheren Seite. Das muss man schon sagen, aber er ist ziemlich komplex. Doch Griff um Substanz. Ich glaube, dass man den nicht ewig aufheben soll. Ich glaube, dass man das in 2, 3 Jahren wunderbar trinkt. Oder sogar jetzt schon, wenn du das hast mit Luft, das ist ja zugänglich. Auf jeden Fall. Aber die Minerale sind schön, die Kräuter sind schön. Es ist ziemlich komplex. Ich würde auch dem 90 geben, aber es steht schon. Genau. Genau. Und dann nur noch ein der Schritt im Text. Siehst du Mona? das? Erinnernden Töne hat er unterringelt. Ein Lob auf die Computer. Ach, da fehlt einer. Jetzt. Ja, ich finde auch, da habe ich das Gefühl, dass die 90 jetzt, also da müssen wir nicht noch irgendwo reinstellen. Aber Da erinnert mich wird auch der. an Waldpilze da hinten. Das hat der auch ganz deutlich jetzt so diese leicht angebraten mit Kräutern, bisschen gebratenen Zwiebeln, so schmeckt es da hinten. Kriegt man sofort wieder Appetit. Appetit. Okay, dann können wir den so. Von mir aus gerne. Also, das ist Christbahn Königsbacher Edik. Wie gesagt, das schmeckt jetzt schon sehr. Ich würde das nicht ewig aufheben, aber so in den nächsten Jahren macht es viel Spaß. 24 Halt! 0 1 1 1. Ich
Ich will jetzt sofort was zu essen haben. Kühler. Kühl, herb geschliffen. Und auch tiefer. Ja, das Holz merkst du fast nicht mehr, ne? Nein. Das war gestern offensichtlich noch ein bisschen röstig und das hat sich jetzt völlig, Nein, das ist ein völlig versteckt. sehr gekonnter Holzeinsatz. Ja. Es wirkt auch sehr mineralisch, das hat sehr noble tabakige Aromen. Das ist deutlich feiner geworden. Da wirkt er ein bisschen reifer und weicher, als ich jetzt den von der Nase hätte gedacht hätte. Was ist denn das? Ich habe da einen Ton drin, den ich gerade schwer zuordnen kann. Was ist was Veilchenartiges? Das auf jeden Fall. Das hat er ja Gut. auch schon in der Nase, also so kleine weiße Ich habe sogar hier fast mehr weißen Pfeffer als schwarzen Pfeffer. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Es ist so etwas, was ihm so eine Würze gibt. Ja. Es steht schon Ja. gewürzige Anklänge. Richtig, ich schreibe jetzt das nur ergänzend zu. Was er auch für mich hat, sind auch wieder so ein Hauch Suppenkräuter. Ja. Der ist schön aufgefächert, das Aromat. Ja. Er hat etwas Subtiles. Einer mehr ist es. Jeden In Fall. der Nase wären es zwei mehr, aber am Gaumen ist es nicht ein, es sind keine zwei, meiner Ansicht nach. Da ist mir dann ein Hauch zu weich, um nochmal den Sprung höher zu machen. Verstehst du, was ich meine? Das ist schon sehr gut, gar keine Frage. Aber ich glaube, das war es dann. 90 sind gut. Ja? Ja. Ich habe es mir gedacht. Das war ein gut Fürst. Das ist der 10 Grafenberg. 214. 4004. Das riecht ein bisschen nach gerösteten Kräutern. Was hast du? So. Florale, getrocknet Florale. Mhm. So Salbei meinst du, was man so manchmal Ja, mit. so ein bisschen frittierte Kräuter, so. Nicht nur Salbei, aber auch. Ich habe aber auch Lakritze oder ja, Süßholz. Mich wirkt die Nase so ganz leicht parfümiert im Moment. Stimmt. Viel Saft, bisschen so ganz leicht kompottige Frucht hat er. So ein bisschen eingemacht wirkt das alles. Trocknet. Also ist für mich jetzt etwas knapp, die Punkte. Ja, für mich auch. Also zu knapp für die Punkt, für die Wertung.
Ja, mir auch. Fehlt so die letzte Konsequenz. So sehe ich das im Moment auch. Das ist Aufgespült. ein bisschen zu sehr eingemacht und ein bisschen zu kompottig und schokoladig und süßholzig und für die ganz hohen Weine. Das war ein gut Dr. Wehrheim, Südpfalz, Birkweiler Kastanienbusch, Köppel 2013. 2390 69. Ganz Das ist anders. richtig animalisch. Animalisch, getrocknet, pflanzlich, bisschen speckig. Reduktiv, da kommt das Animalische her. Ja, rote Beete, Kapern, Pfeffer, das haben wir da schon drin. Aber an dem Gemüse ist auch wirklich Erde dran. Ja. Aber auch der Kaminofen ist an und Richtig. ruht ein bisschen. Genau. Ist ein bisschen rosig. Oder ordentlich Säure. Saft, Säure, nachhaltig. Bisschen Candis, Bitterschoki. Den hat man doch schon mal heute. Oder? Sicher nicht? Sicher nicht. Hätte ich jetzt gedacht. Irgendwas Ach erinnert mich so, das. aber okay, das kann schon sein. Ich dachte, wir hätten einen anderen Nur zurückgestellt. zwei zurückgestellt. Egal, wie auch immer, das werden wir jetzt dann schon merken. Ich finde aber, dass er dort gut steht. Ja? Meinst du, war das wirklich das? Keine Ahnung, du hast mit einem nicht verraten. Das ist Philipp Kuhn. Aber du müsstest das ja wissen. 2013, Laumersheimer Steinbuckel. Zwei vier null null sechs neun. Das war jetzt nicht gerade das für die großen Finessentrinker, aber das hat halt schon Saft und Substanz. Wieder deutlich heller, kühler, transparenter. Richtig. Eine ganz andere Frucht. Richtig. Etwas Nobles. Stimmt. Ich finde, man kann so ein Jod wie so eine Meeresluft fast riechen. Na gut, das ist jetzt am Gaumen aber auch viel feiner. Es hat einen wunderbaren Saft. Wieder eher rot als schwarz. Der wird nicht ein bisschen von der Holzwürze erdrückt und er versucht nicht so mit Schoki und Candies und Lakritz und sowas, sondern das ist schon deutlich subtiler alles. Und es hat Tiefe und Länge. Das ist schon sehr schön. Es ist herb im Abgang, ein bisschen zedrig. Man merkt das Tannin noch sehr jugendlich, dass das arbeitet, aber Es steht auch drin, sehr relativ herber Saft, warm. aber das ist fast heute zugänglicher geworden. Also es hat auch ein bisschen Wärme und einen Hauch Süße von reifer Frucht, ohne dass das ins Kompottige abkippt. Das ist schon sehr, sehr gut.
Tja. Das ist die Frage. Die macht das Die leicht. 91 sind auf jeden Fall sicher. Die Frage ist, kann er 2 oder kann er es nicht? Bin da noch ein bisschen unentschlossen, muss ich gestehen. Ich will immer nicht Gefahr laufen. Warte Irgendwann mal, ich habe eine Idee. Komm, stellst du ich ihn nochmal stelle. rein? Ja. Okay, dann passt es ja. 2, 3, 9, 6, 8, 8. Bei mir geht es genauso. Gott, nicht, dass man sich immer so sehr von seiner Euphorie leiten lässt. Ein bisschen zu, ein bisschen vegetabil, gemüsiger. Speckig. Bisschen holziger, ein bisschen röstig. Aber ganz klar, geradlinig. Naja, schon. Sehr lang. Ja, im Moment steht das Holz aber noch ein bisschen im Weg. Das ist noch ein bisschen dieses Rostige, Aber ich das glaube, die braucht da keiner. mit der Spur grober als der andere. Im Augenblick. Schau mal. Ich mag diesen mürben Gerbstoff. Aber Ja, hinten raus kriegst du auch so eine fast kalte, salzige Mineralik. Das wird sicher sich gut entwickeln. Aber wir sind auf keinen Fall mehr. Das nein, auf ist keinen Fall. gerade so, sind es die 91, um ehrlich zu sein. Meiner Auffassung nach. Ja, aber ich glaube, das war die Frage, ob er sie kann, oder? Meinst du? Hatten wir den wohl schon mal? Ah. Ach, den haben wir nochmal. Ah, aber du wusstest nicht, ob sie reichen. Hatten wir gerade schon St. Paul. Wir stellen gerade fest, sie reichen. Naja, ist so. Das hat Was soll ich natürlich sagen? Sam schon vorher gewusst. Ja, klar. 240109 führt mich jetzt vor und lacht und jetzt freut er mich. Soll ich machen? Erdig. Ganz so tief wie der andere, für meine Begriffe. Ist Nee, das sind 90. Die stehen da drin. Das ist gerade, das ist fein, das macht Spaß, aber es sind keine 91. so ist es. So ist es. Das war ein Gutberger. Wir hatten es vor. Ah, nein, wir haben es nicht gezeigt vorhin. Wir haben es Genau. nur angekündigt. Burgheimer, Feuerberg, Kesselberg. Ja, das war jetzt eindeutig. 240113. Ja, dieses nochmal reinstellen, das bringt so viel. Ja, das stimmt. Können die Leute ein bisschen länger langweilen? Und ich kann dich ein Das bisschen ist halt vorführen. da. Wenn ich Speckig. dir damit eine Freude mache. Du. Ich brauche auch meine Glücksmomente im Alter. So, das ist ziemlich komplex. Das ist speckig, kräuterig, rauchig. Das hat Pfeffer. Das ist saugut. Ja, das riecht schon sau gut. Das riecht auch schon sehr mineralisch. Das ist unheimlich vielschichtig. Ja, das ist schon so ein Wein. Naja, mit dieser Weinbeschreibung, das ist dann nur eine Momentaufnahme. Nicht wie sonst, wo das immer einzementiert ist, wenn wir was schreiben. Boah.
Da ist ein bisschen Sojasauce, ein bisschen Und Gabeln hat Kräuter, auf einmal viel Sojasauce. bisschen Frucht. Da ist wirklich alles, was man sich so vorstellen kann. Pilze, Pfeffer, Mineralik. Ja, es ist schon sehr komplex. Es ist ein wenig auf der weicheren Seite. Das muss man vielleicht dazu sagen. Aber was den ausmacht, ist wirklich seine Komplexität. Und auch die gewisse Noblesse, die er mitbringt. Steht aber gut. Ich warte auf eine Reaktion. Lass mich da auch nicht breitschlagen, der steht da gut. Also Aber gut. ich warte trotzdem auf eine Reaktion. Du kannst ja trotzdem deine Meinung kundtun. Willst du nicht? Nein, es steht da, habe ich schon gesagt, Warte dass mal, er da du wirst wunderbar. nicht gesehen. Moment, ich mach dich mal. Das macht Hol dich ja mal nichts. näher her. Hört mich. Ja, also es steht da echt gut. Ich Dann passt ja. überlege, was ich dazu koche heute. Wir hatten gesagt, dass du den kriegst. Wir werden sehen. Was haben wir da? Da. Okay. Das ist wieder mal das Weingut Fürst. Das ist der Schlossberg aus Klingenberg. Okay, jetzt 240069. Achso, Jahrgang 14. Übrigens. Ich muss das immer dazu sagen, weil nicht alle schauen das, manche hören das auch immer. Das ist mein Glas. Das ist jetzt die Rache. Komm, du trinkst aus meinem Glas doch gerade, du Strolch. Oh je. Also viel Sehr ätherischer. ätherisch. Wieder so was wie harzige Kräuter. Aber auch so Heilkräuter, also wirklich Heilkräuter, also Brennnessel. Aber das hatten wir schon mal, das Thema. Der kann nicht ganz mit dem anderen mit. Das ist sehr geschliffen, das ist elegant, das ist kühl, das macht einen unheimlichen Spaß, aber das sind keine 92, das sind 91. Was? Ja, auf jeden Fall gebe ich dir absolut, absolut. Ja, Recht, ausnahmsweise. das Einzige ist nur, ob der nicht. Ja, nein, das ist so. Okay, passt. Jetzt Was? bin ich. Hast du verwirrt? Nein, ich bin nicht verwirrt. Jetzt weiß ich, dass der 91 und der andere 92. Ich war kurz mal am Überlegen, Jetzt ist weiß es. ich, was du getrieben hast. Du hast die zwei Schlossberge hintereinander gestellt. Das ist nämlich der von Benedikt Baltes, Weingut Stadt Klingenberg, auch Schlossberg, auch großes Gewächs. Genau. Fand ich sehr interessant Ja, jetzt. das ist der elegantere fast im Moment. Das ist auch sehr, sehr schön, weil kommt nicht ganz an den Fürst dran. Was jetzt blind in der Nachprobe zu beweisen war. Aber herrlicher Wein ist es nichtsdestotrotz. 240112. Sind wir ja auch am Niveau. Aufjaulen ja nicht mehr gilt. Das ist aber dunkel und tief. Ja, das ist wie Meeresrauschen, wie so ein tiefen, tiefen Tauchen. Ganz, ganz unnahbar fast. Aber das ist fast keine Frucht in der Nase. Das ist ganz kühl, dunkel, dann auch säuerlich dabei. Das ist richtig, was da steht. Und dann kommen Suppenkräuter, vegetabile Aromen, so Auberginen, was Florales.
Extrem komplex, sehr mineralisch dann Und unglaublich tief. Also ich komme mir jetzt schon vor, als wie beim tiefen Tauchen. als Nicht wie. tiefen Tauchen, Tiefseetauchen heißt das, glaube ich, korrekt. Nein, das hat wirklich Tiefe. Das ist tief und richtig komplex. So zieht sich das auch durch. Das ist auch noch sehr konzentriert. Also das ist nicht, bei weitem nicht der dickste Wein bis jetzt, aber es ist der konzentrierteste. Salz ohne Ende. Ja. So wie Algen. Ja, hat er schon so in diese Richtung. Das kann was. Das kann was, ja. Das Einzige, wenn ich jetzt von dem auf einen ganz großen Wein schließt, mit ganz großem Wein versehenen Wein schließen möchte oder vergleichen möchte, oder ich rede totalen Blödsinn, dann muss Ich das noch ein Hauch kühler und straffer sein, wenn ich jetzt das über 95 heben wollte. Denn das hat er für mich nicht. 93, ja. Aber auch keine 94, weil bei diesen 95 verstehe ich dich, ist jetzt einfach eine Frage. Das ist Es ist eine Frage, die ich mir selber auch stelle. Im Moment würde ich bei 93 sagen, das ist es. Glaube ich. Möglicherweise muss man ein bisschen drauf rumtrinken, um das endgültig zu entscheiden, aber ich glaube, das ist es. Ich meine, da reden wir immer noch von irgendwie sowas wie der Top 10 der bislang in Deutschland entstandenen Spätburgunder der letzten 20 Jahre. Oder Top 15. Aber ich glaube, es sind die drei passen. Aber ich schaue es mir nochmal an, versprochen. Ich darf es ja austrinken. Ich weiß nicht, ob du es verdient hast. Ach, ich auch nicht. Ich bin ja der so kritisch ist. Vielleicht habe ich es ja gar nicht verdient, aber Magst du den Grip? ich merke den Grip. Ich möchte mir es aber einfach tatsächlich jetzt ganz ohne Scherz lieber nochmal anschauen, als jetzt blind höher zu gehen. Also nicht blind, sondern Ja, ohne ich mir sicher zu verstehe. sein, höher zu gehen. So ist es Ja. gemeint. Okay. Naja, das war fast klar. Fürst Höckstädter Hunsrück. Wenn du mir ein Glas gibst, dann kriegst du einen Ja. Oberschluck. 2396 92. Ganz andere Welt. Bisschen mehr Candies drin. Bisschen Harz. Ja, Florales, Gummi. das ist richtig, aber es ist etwas im Moment nicht, es ist nicht ganz so gut herausgearbeitet. Also da gehe ich jetzt wirklich auf den Vergleich zu dem Wein vorher. Es Ja. verschwimmt etwas in der Ja, es Nase. ist auch noch recht unentwickelt, aber ich weiß schon, was du meinst.
Naja, aber es ist schon ein Mats Wein. Es ist schon eine, das heißt schon ein sehr konzentrierter Saft. Nicht ganz die Finessen von Fürst, das stimmt. Das stimmt. Aber Saft, Griff, Nachhaltigkeit. Auch Salz. Was trocknender. Trockneter ist das Holz, das geht auch nicht ganz so weit in die Tiefe. Genau, so ist es. Das, Toller Wein, naja, also gar keine keine, Frage. also ist es so eine, ist schon auch ja, ein bisschen Muskel, also da ist Ja, schon. das hat mehr von Muskeln. Das, da sind auch die zwei gerade das. Genau. Was passt mehr? Da müssen wir nicht drüber reden, dass das mehr kann. Das So kann ja ist mehr. es. Das So ist ist halt, es. da steht da gut. Aber es wird jeden Weintrinker sehr beeindrucken. Es hat mir wirklich von allem viel. Ohne es zu übertreiben. Und ist halt deutlich zugänglicher als der Fürst. Der Fürst ist viel schwieriger zu trinken. Das schmeckt, glaube ich, fast Weiß ich jedem. nicht, aber gut. Ja? Naja, wie auch immer. Sind wir schon soweit? Ja. Sind wir fertig? Sind wir durch? Oh, dann sind wir für heute Wir schon haben durch. Wochenende. Wie lange haben wir? Oh, doch 1 Stunde 6. Das liegt immer daran, dass die Anja immer noch einen Wein und noch einen Wein und noch einen Wein hinten wieder reinstellen will. Nur um dann rauszufinden, dass es ja doch nicht besser wird. Ja, genau, Nein, das so stimmt ist ja es. nicht. Es ist schon wichtig und wir kriegen es heraus. Gut, wir haben es jetzt. Wir verabschieden uns in den Rest dieses trüben Nachmittags. Wir haben es ja gut. Wir dürfen das heute Abend austrinken. Er hat's gut. Und hey, das tu nicht so, als kriegst du nichts. Und ihr dürft es euch wenigstens anschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir werden uns nächste Woche noch einmal melden und dann schauen wir mal, wie oft vielleicht noch. Wir sind noch am Auftreiben der letzten Proben. Wird eine Überraschung sein. So sieht's aus. Also, bis dahin, danke fürs Zuschauen und tschüss. Tschüss. Halt!